positives Denken. Wenn immer wir positiv denken und handeln können, sollten wir es tun. Selbst wenn du von deinem Freund angegriffen wirst, verurteilt wirst, gehe nicht in die Negativität. Wirst du jetzt auch negativ, dann übernimmst du das Karma von deinem Freund. Es ist immer besser, auf der positiven Seite zu sein und das Leben in Frieden und Freude und Glückseligkeit zu leben. Wir benötigen nicht das Karma von unseren Freunden oder von anderen Menschen, sondern es reicht, wenn wir den Frieden in uns haben.